Der Countdown läuft und wir stehen wieder an der Schwelle eines neuen Jahres. Und wieder muss man sich fragen, wohin steuert eigentlich diese Welt? Und die Antwort steht in der Bibel. Die Welt steuert unaufhaltsam auf zwei Tage zu, wie sie die Menschen noch nie gesehen haben. Zum einen die Entrückung der wiedergeborenen Christen, der gläubigen Christen, die Gemeinde Gottes. Das ist ein Tag in der Zukunft, bei dem die lebenden gläubigen Christen zusammen mit den Körpern der verstorbenen Gläubigen entrückt werden in die Luft, wo es ein Treffen gibt mit Christus und mit Christus zusammen, während sie dann ins Vaterhaus in den Himmel eingehen. Das ist die Entrückung. Der Tag, der Termin des Tages ist uns nicht bekannt, aber die Anzeichen, Indikatoren sprechen doch eindeutig dafür, dass dieser nicht in allzu ferner Zukunft liegen kann. Es heißt, dem Herrn entgegen. Entgegen, das ist die Apanthesis. Dieser Begriff beschreibt die Heimkehr von würdevollen Staatsbürgern zurück in ihre Heimatstadt. Dabei werden sie abgeholt von einer Abordnung aus der Stadt und werden dann offiziell nach Hause eskortiert von dieser Abordnung. Und diese Abordnung entspricht quasi Christus. Er bringt seine gläubigen Nachfolger nach Hause, eskortiert sie nach Hause. Das ist die Rettung vor dem kommenden Zorn. Das ist das Weltgericht Gottes, das danach diese Entrückung über die Welt hereinbrechen wird. Und nein, die wiedergeborenen Christen erwarten nicht den Zorn Gottes, sie erwarten nicht den Antichrist oder den Great Reset, sie erwarten nicht die Gerichte Gottes, sondern die Entrückung, ein Tag in naher Zukunft, bei dem sie nach Hause geholt werden, ins Vaterhaus, da wo Christus ist. Und nach dieser Entrückung werden, wie gesagt, die Gerichte Gottes 7 Jahre über diese Welt hineinbrechen. Die Welt wird abrutschen in tiefe Gottlosigkeit, Kriege und Katastrophe. Und am Ende dieser 7-jährigen Drangsalszeit wird es diesen zweiten großen Tag geben, wenn Christus wieder persönlich und leibhaftig auf die Erde kommen wird. Diesmal mit Macht und Herrlichkeit, begleitet von den Gläubigen. Das ist das zweite Kommen. Das zweite Kommen Christi. Und dieser Tag hat mehrere Bedeutungen, mehrere Begriffe. Ein Begriff ist die Offenbarung Christi, die Apokalypsis, die Enthüllung. Das betont seine Veröffentlichung. Christus wird nun öffentlich erscheinen. Das ist das Offenbarwerden Christi. Ein weiterer Begriff ist die Erscheinung Christi, Epiphanie, das betont, dass er im Verborgenen ist. Christus wird aus der Unsichtbarkeit und Verborgenheit heraustreten. Er ist jetzt eine Randfigur, er wird aber dann die öffentliche, sichtbare Schlüsselfigur sein in dieser Welt. Und der dritte Begriff ist die Parousie, also die Ankunft dann auf der Erde. Das betont seine persönliche Gegenwart dann auf der Erde, seine Ankunft, wo er dann persönlich sein wird mit Macht und Herrlichkeit, um dann Gerichte auszuüben und sein 1000-jähriges Friedensreich aufzurichten. Das sind die zwei Schlüsseltage, auf die die Menschheit zusteuert. Und du kannst entscheiden, auf welcher Seite du stehst. Stehst du auf der Seite Jesu Christi? Bist du gerettet? Glaubst du an ihn und hast die Vergebung deiner Sünden? Oder stehst du auf der Seite der Menschen, die verloren gehen, die auch durch diese Zeit der Gerichte gehen müssen, wenn sie anbrechen?